Hallo und grüß euch zurück zu A-Train 8. So, ja, wir haben heute viel vor und zwar erstens mal hier die Gegend ein bisschen umbauen bzw. anpassen. Da war nämlich mehrfach der Wunsch da, unter anderem vom lieben Timmy Boy, ist ein neuer Abonnent von mir, relativ neuer Abonnent von mir, der sich, glaube ich, schon ziemlich viel A-Train angeschaut hat. Der hat gemeint, ja, hier vielleicht einen Bahnhof hermachen, weil das Riesenrad ist so weit weg von dem Bahnhof und da hat er natürlich absolut recht. Da könnten wir hier eine schöne, schöne Wohngegend draus machen und noch ein paar von den Hochhäusern hier hinzaubern oder wie auch immer. Muss ich mir aber noch überlegen, wie ich das löse, weil ja, der Bahnhof ist ja hier recht voll. Vielleicht, dass wir mit den Zügen, die hier schon fahren, einen Zwischenstopp machen oder wir gehen ja auf ein paar andere Ideen ein. Ich habe mit dem Irezio ein bisschen mich unterhalten über, ja, wie baut man idealerweise Gleisstrecken und so wie ich das mache, ist natürlich nicht ideal, aber ja, fordernd, sage ich mal. Und naja, wäre natürlich die Idee gewesen, dass wir hier vielleicht einen Teilabschnitt zumindest ein bisschen idealer bauen oder vielleicht sogar mal, ja, das angehen, was ich schon längst angehen wollte, nämlich zweistöckig zu fahren. Müssen wir auch schauen. Ja, und wenn ich schon von den ganzen Leuten rede, also unbedingt grüßen muss ich natürlich den Psych MC, weil ja, der hat gemeint, ah, jetzt habe ich schon alle möglichen Leute gegrüßt und ihn noch nicht. Und er ist mein fleißigster A-Train-Schauer. Kann ich natürlich nicht sagen, ob er der fleißigste ist, aber er ist auf jeden Fall schon ganz von Anfang an mit dabei. Das ist fix. Und darum an dieser Stelle ganz liebe Grüße, lieber Psych MC. Danke fürs Zuschauen und ja, freut mich, dass du so fleißig dabei bist. Okay, ja, so, 2 Minuten sind um. Das ist gute Zeit, um endlich mal das Spiel anzustarten. Hätte ich gleich von Anfang an machen können, ich weiß, aber ja. Okay. So, mal einen Blick da runterwerfen. Ich glaube, hier, ja genau, hier wollten wir schauen, ob wir eventuell das eine oder andere verkaufen, beziehungsweise, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt hat. Ah ja, und da fällt mir einen Aktienmarkt, wollte ich mir auch noch anschauen. Das mache ich, denke ich, dann in der nächsten Folge, weil da habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen. Jetzt muss ich fast schnell nebenbei reinschauen. Da hat nämlich jemand gemeint, weil ich ja gefragt habe, wie schaut es denn aus? Irgendjemand eine Idee, wann gebaut wird und wann nicht gebaut wird in dem Spiel. Und schauen wir mal, genau, ich glaube, der Lord Chimbim war es, genau, der hat gemeint, hängt möglicherweise damit zusammen, wann ist Konjunktur und wann ist Rezession. Ja, und da könnte er durchaus recht haben. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das so ein bisschen an den Aktien ablesen, aber so. Wenn ich mir die Aktienkurven anschaue, so ganz leichte Ähnlichkeit haben sie und von dem her hätten wir jetzt ja gerade ein bisschen hoch. Also sollte jetzt gerade gebaut werden. Februar, ja, ich denke, vielleicht ist es wirklich hängt es einfach von mehreren Faktoren ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Wirtschaft mit dabei ist als Faktor, aber ich denke, die Jahreszeit auch. Also von meinem Gefühl her zumindest ist es so, dass im Winter einfach wenig bis gar nichts gebaut wird. So, aber jetzt schauen wir mal. Unsere Häuser da. Okay, jetzt stelle ich, glaube ich. Oh, was sind denn? Welche Wohnungen machen denn da so viel Geld? Ah, die zwei hier. Oh, nicht schlecht. Stehen direkt am Bahnhof. Ja, von dem her würde es sich auf jeden Fall lohnen, hier einen Bahnhof hinzubauen und vielleicht die Häuser hier zu kaufen. Im Sinne von, ja, ihr wisst schon, wie ich. Häuser kaufe ich, baue einfach drüber. Habe jetzt nämlich übrigens, soll ich das verraten? Soll ich das verraten? Ja, was soll's. Ich habe A-Train ein bisschen angespielt, so das ursprüngliche A-Train. Manche kennen es als A-Train, manche kennen es als A-Train 3. Ja, bei der Nummerierung von A-Train ist man sich nicht ganz einig. Jedenfalls halt das, was jeder kennt, vor A4 Networks, noch aus der guten alten Zeit. Und da gab es eine Option, oh, zum Gebäude kaufen. Habe ich jetzt hier nicht mehr entdeckt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, dass es die gibt. Ja, so. Das wieder rein. Dann auch mal schauen. Okay.
Ja, das heißt, die wären schon im Plus, würden wir schon eine halbe Million Gewinn machen mit denen, ist mir jetzt aber eindeutig zu wenig, beziehungsweise die könnten wir fast behalten, weil ja, ich glaube, sind jetzt nicht so die großen Bringer, die zu verkaufen, sondern die Bürogebäude hier, oh ja, sind auch schon sozusagen im Plus, also um 10 Millionen haben sie gekauft, um 11 könnten wir sie verkaufen. Ja, okay. Hier wächst es auch, wenn auch langsam. Aber kein Wunder, hier wird auch nicht extrem viel angeliefert. Ja, es ist mal alles okay. Hier ist ganz schön gewachsen, kommt mir zumindest vor. Hier würde ich auch gerne ein bisschen in Wohnungen investieren. Also, ich hätte gemeint, ich hoffe, ich übersehe die Option zum Kaufen jetzt nicht. Aber ich glaube, man kann hier wirklich nicht kaufen. Darum machen wir das jetzt mal so. Ich möchte jetzt noch ein bisschen investieren, bevor ich anfange wieder zu bauen. Und zwar, eben wie gesagt, hier im relativ großen Stil. Da auf jeden Fall drüber bauen. Sprich, das ist für mich jetzt einfach kaufen. Und gleich ein bisschen, ja, die da auch noch. So. Gehört uns der Block hier mal. Und vor allem werden ein paar Materialien wieder verbraucht. Hier mal schauen. Werde ich das ähnlich machen? Ah, keine Materialien in der Nähe, okay. Ja, dann warten wir hier ein bisschen noch. Und da würde ich gerne dieses Kaufhaus unter Anführungszeichen kaufen, weil ja, bin jetzt bei Kaufhäusern also eindeutig auf den Geschmack gekommen. Die bringen ganz schön viel Geld. So, zack. Ja, mal schauen. Ich denke mal, 800 Millionen sollte schon genügen, um die Steuern zu zahlen, aber darf man sich nie verschätzen. Ja, CCE Gesamtschuld 451 Millionen ist nicht wenig. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht drunter kommen versehentlich. Also so 200, 300 Millionen können wir noch investieren. Gut, so. Okay, jetzt schauen wir mal. Wie lösen wir jetzt das Problem hier am besten? Sollen wir hier wirklich anfangen umbauen? Jetzt mal schauen, wie viel ist denn hier vom Zug her, jetzt der Zug, der da rauf fährt, wie viel Puffer ist denn da noch fahrplanmäßig? So, der kommt hier an um 16:10 Uhr und fährt um 17 Uhr. Ja gut, da wäre ein bisschen was übrig. Und das könnten wir noch verbessern, den Wert, indem ich hier jetzt echt mal die Gleise ein bisschen verkürze. Also abkürze sozusagen. Das können wir jetzt auch mal machen. Ist zwar nur ein Stück, aber bringt vielleicht auch ein paar Minuten. So. Ah, da liegt noch was. Okay. So. So, dann muss der da mal erst weg. Ah, der fährt hier über die Weiche. Okay. Sollte ich aber trotzdem ausgehen, oder? Hoffe. Werden wir gleich sehen. Nicht vergessen, die Weiche zu legen und zu stellen dann auch gleich. So. Ja, was ich zum Teil relativ gern auch mache, ist so Frage an die Bahnfachleute. Habe ich hier den einen oder anderen dabei, wie ich drauf gekommen bin? Eben unter anderem den Iretio. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, sonst bitte um Korrektur. Ich mache auch gern, ich glaube, es heißt tote Gleise, oder? Kann das sein? Also Gleise, die nicht verwendet werden, die irgendwo ins Leere führen oder die gar nicht befahrbar sind. Also sowas wie das herüben. Wenn es als so ein bisschen Designelement dienen soll, könnten wir uns auch mal ein bisschen gezielter drum kümmern. So, gut, dann die Weiche nicht vergessen, die ich machen wollte. Ja, die passt und die Weiche auch stellen nicht vergessen. Für den Zehner hat es geheißen. Und so, ich glaube, das sollte genügen. Und schauen wir mal, ob wir jetzt da ein bisschen Zeit sparen, weil dann mache ich hier für den Moment einfach einen Bahnhof, ja, mit Zwischenstopp sozusagen. So, schauen wir mal anhand vom Achter, wie das hier läuft.
ja, ein paar Minütchen gespart. Das heißt, da ist jetzt eine gute Stunde Zeit. Ja, das wird sich machen lassen. Das wird sich machen lassen. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Bahnhof. Wie gewünscht. Ja, ich werde die Gleise jetzt nicht verlegen. Ich mache ihn einfach so nah dran wie möglich. Und auch ganz normal dreigleisig lang und ja. Eben, ehrlich. So, ich würde sagen, ja, hier. Ja. Noch eins drauf. So, bündig mit dem Riesenrad. Passt. So, 64 Millionen ist leistbar. Sollte hier dann auch Wohngegend entstehen, da gehen die Gleise eh brav raus. Da ist eh dann der Hügel. Ja, passt alles gut. Jetzt müssen wir nur schauen. Pauschal stelle ich jetzt alle mal auf Durchfahrt, damit sich hier nichts irgendwie verstellt, und gehe das Ganze jetzt etwas gezielter an. Jetzt zuerst mal mit der Nummer 8. Ah, jetzt habe ich eh nicht alle auf Durchfahrt gestellt, sondern nur irgendeinen, weil ich vergessen habe, kopieren. Durchfahrt auf alle kopieren. Okay. So, jetzt die Nummer 8. Oder Nummer 10. Ja, im Prinzip ist es egal, wie werde ich mir anfangen. Fange ich mit dem 8er an. So. Da kommt er dahergesaust. Der soll jetzt mal einen einstelligen Halt hinlegen. Nur für den Moment. So. Stopp. Okay, also er kommt um 11:24 Uhr an und würde um 12:24 Uhr abfahren. Wir haben aber ja da eben da oben nur ganz knapp über eine Stunde Zeit. Darum mache ich aus dem einstelligen Halt jetzt wirklich eine gezielte Abfahrtszeit, nämlich sagen wir 11:45 Uhr. Und dann schauen wir uns das an. Den Zehner lasse ich jetzt mal fahren im Moment. Das heißt, das sollte sich jetzt eigentlich ausgehen. Ja, 6 Minuten ist extrem knapp. Dann werden wir hier noch ein bisschen verkürzen müssen. 40, so. Und auf der. Oh, haha, die Rückfahrt. Ich habe die Rückfahrt vergessen. Ja, dann müssen wir es eh mit einstündigen Halt machen. Ich könnte natürlich jetzt hier den Bahnhof nochmal verkleinern und. Soll ich das machen? Wäre auch mal ganz nett eigentlich. Geht sich das irgendwie aus? Aber die kreuzen sich ja hier auch. Ah, ich mache es jetzt mal im Moment mit einstündigen Halt, auch wenn es mir nicht gefällt. Und fahre hier einfach ein bisschen später ab. Weil hier sollte sich ja leicht ausgehen mit in der Früh. Jetzt schauen wir mal. Zack, einstündiger Halt. Nein, ist sich nicht ausgegangen. So. 17:30 Uhr, dann muss es 18 Uhr sein. Ja, da habe ich natürlich jetzt wieder ein paar Sachen. An ein paar Sachen nicht gedacht. So, weg mit dir und. Na, wird doch irgendwo ein Platz sein für das Ding. So. Passt das jetzt noch? So, nochmal schauen. Zack. Zack. Ja. Naja, okay. Ist jetzt nicht so, wie ich wollte eigentlich, aber gut für den Moment. Gut, soll in beide Richtungen so sein, dann darf der Zehner hier auch mal einen einstündigen Halt hinlegen. Und ich schätze, hier werden wir auch einfach eine Stunde später einstellen. Hoffe, das geht sich noch aus, dass der mit niemandem hier kollidiert. Wir schauen mal. Passt bestens. Ja, gibt es hier einen Mittags- und einen Nachtzug, ist auch okay. Und ja, hier fängt es eh schon an zu wachsen. Das heißt, ich kaufe jetzt hier gleich die Häuser noch. Oh, da hinten. Oh. Oh. Oh, das baut sich ja gerade nett ab. Schau an, da werden wir dann doch müssen wieder ein bisschen was herliefern, so wie es ausschaut. Nichtsdestotrotz. Was kostet denn der Spaß? Ja, es kostet ja gar nichts. Zack, zack, zack. So, keine Materialien mehr.
Okay, dann brauchst du ein paar Umstellungen mal für den Moment. Das heißt, darauf müssen wir jetzt eigentlich im Moment nichts liefern. Wer fährt darauf? Der 35.